Ja, hallo liebe Leute, zu einem kleinen Let's Show würde ich es mal bezeichnen, und zwar zu einem geplanten Spiel Free RCT. RCT steht natürlich für Rollercoaster Tycoon, wie ihr euch sicher schon denken könnt. Und ja, das gleiche wie bei Open Transport Tycoon. Open Transport Tycoon basiert ja auch auf dem kommerziellen Spiel Transport Tycoon Deluxe. Und das soll ja wahrscheinlich mit Rollercoaster Tycoon auch geschehen, dass hier eine Art Open Source Klon, sag ich mal, entsteht. Es gibt ja schon einen Blog und Twitter und ein Source Code Ding, sag ich mal. Wir gehen dort mal rein. Guck mal bei Downloads. Also es gibt noch keine Downloads hier, also noch nicht sehr weit. Ich gehe mal wieder zurück. Hallo. Das funktioniert gerade nicht. Okay, Adresse hier zu dieser Seite ist www.freercct.org. Und ihr könnt hier auf diesen Blogspot-Button klicken, dann kommt ihr hier auf die Webseite. Beziehungsweise zu dem Blog, und da seht ihr, dass schon ein bisschen was da ist. Ich gehe mal an den Anfang, zu den ersten Beiträgen. Hallo und willkommen zum Free RCT Entwickler Blog. Hier findest du Updates, hoffentlich nicht zu selten, zu der Entwicklung von Free RCT, einem freien und Open Source Spiel, inspiriert von dem bekannten Rollercoaster Tycoon. Ja, ich weiß nicht, wer hier für dieses Spiel zuständig ist. Ein gewisser Richard Wheeler ist hier offensichtlich verantwortlich. Kenne ich persönlich nicht, und ich scroll einfach mal ein Stück hoch. Hier gibt es schon die ersten Sprites, die Geländesprites, das grüne Gras. Ja. Genau, da muss ja alles neu zeichnen, weil wie bei Open Transport Tycoon. Es soll zwar möglich sein, die Grafiken vom Originalspiel einbinden zu können, habe ich hier gelesen, aber es soll natürlich auch Open-Source-Grafiken geben, die dann die entsprechende freie Lizenz haben, damit das auch ein 100% reines Open-Source-Spiel wird. Es soll sogar für Touchscreens konvertiert werden. Das ist ja cool. Ja, hier schon die ersten Grafiken aus dem Spiel. Hier hat man einen kleinen Hügel aufgebuddelt. Aber die richtig interessanten Sachen, die kommen auch jetzt hier am Anfang. Ja, eine GUI sieht man ja noch nicht so viel. Hier sieht man das schon, sieht dem von RCT sehr ähnlich, wenn das auch hier noch nicht so hübsch aussieht. Aber wie gesagt, das ist ja noch in Entwicklung. Hier ist auch noch ein gewisser Albert H. zuständig. Das ist wahrscheinlich ein kleines Team, und hier Wegbau, das kennen wir ja von Rollercoaster Tycoon, wie einfach das dort geht. Denke ich mal, das wird ja sicher ähnlich funktionieren. Auch wenn man hier diese Treppen dann noch nicht hat, aber wie gesagt, das ist ja noch alles in Entwicklung. Ja, was gibt es hier noch zu erzählen? Hier ist erstmal sehr viel über Pfade bauen. Ist halt in Englisch für den Blog, der Blog. Hier ein bisschen Code. Genau, das ist jetzt hier der Code für die Sprites, für die einzelnen Grafiken, wie die eingebaut werden sollen, damit das auch kompatibel ist, sag ich mal, und damit jeder auch seine eigenen Grafiken basteln und einbinden kann. Das soll ja auch möglich sein. Ja, und hier oben die ersten Versuche mit Gästen, die noch ein bisschen. Ach so, geht kaum. Wo kann ich das jetzt? Ah, die ersten Versuche mit Gästen, die aber noch nicht so. Die zwar funktionieren, aber halt noch nicht so genau. Er schreibt ja, mit den Pfaden war es Zeit zu sehen, wie Gäste eingefügt werden. Ich hatte keine Idee, wie ich das hinzufügen konnte. So braucht es eine Zeit, wie man das Problem anpacken kann. Der erste Versuch ist experimentell. Auf dem rechten Bild ist das erste echte Resultat. So eine kleine Figur hier. Naja, sieht eher aus wie eine Litfaßsäule. Geht den Pfad entlang. In zufälligen Richtungen, solange bis er gelangweilt ist.
Ja, die Bewegung ist noch nicht flüssig. Er springt so eine Art jede Sekunde in eine neue Position. Also ich sag mal sehr ruckelig stelle ich mir das jetzt vor. Und da läuft so ein bisschen neben dem Weg. Das seht ihr hier auch auf dem Screenshot. Und das ist auch noch sehr CPU-intensiv. Also er wird doch daran arbeiten. Ja, mehr gibt es ja über dieses Projekt nicht zu erzählen. Ich hoffe mal, dass das erfolgreich wird und auch zu einem Ende gebracht wird. Ich meine, ich habe RCT sehr gerne gespielt. Vielleicht werde ich das auch Let's Playen, keine Ahnung. Und es wäre schön, wenn es ja so eine Art Open-Source-Version gäbe, weil gerade für das Original RCT gab es ja auch Massen an Erweiterungen. Da gab es einen, ich komme gerade nicht auf den Namen, der hat dort wirklich Millionen an neuen Attraktion eingebastelt, und wenn man das hier irgendwie importieren könnte oder generell ein offenes RCT, wäre schon sehr furios. Also ich wünsche dem Entwicklerteam hier viel Glück und dass auch viele Entwickler oder Programmierer hier hinzustoßen, um hier das ein bisschen voranzubringen. Gerade das Zeichnen der Grafiken wird ja sicher sehr aufwendig. Ja. Aber bei Open Transport Tycoon haben sie es ja auch hingekriegt. Ich hoffe, es reicht ja. Das schaffen sie ja auch. Und ja, von daher verabschiede ich mich einfach mal hier von der kurzen Vorstellung von Free Rollercoaster Tycoon. Ciao, ciao.